eigentlich unnötig, dass so etwas noch verboten ist. Ab welcher Drehzahl besteht die Gefahr, dass der Reifen möglicherweise durchdreht? Ja, das Ordnungsamt, Gott segne dich dafür. Das ist einfach mein Pflasterstein. Guten Morgen YouTube, wie geht's euch an diesem wunderschönen Tag heute? Ich hoffe, dass es euch gut geht. Mir geht's blendend. Ihr fragt euch bestimmt, was das große Geheimnis in diesem Video ist. Dafür müsst ihr bis zum Ende dranbleiben. So, aber was machen wir ansonsten? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man solche Videos dreht. Ich bin echt lang nicht mehr gefahren jetzt, weil das Wetter in München komplette Katastrophe ist. Ich könnte ja über das Filtern reden, was ich jetzt gerade hier mache. Und ob das gut ist oder schlecht ist und warum das immer noch nicht in Deutschland erlaubt ist. So, what the f***? Gefühlt jedem anderen Land ist es erlaubt. In Deutschland wird es, glaube ich, geduldet. Also erlaubt ist es nicht. Aber solange man da keine Scheiße baut, wird sich kein Polizist bei dir irgendwie beschweren. Wo ich mich aber auch frage, warum. Die Leute, die halt dieses Gesetz rausgebracht haben, sind, glaube ich, noch nie Motorrad gefahren. Weil das Letzte, worauf ich gerade Bock habe, ist mit meinem Bike rumzustehen, ohne fahren zu können, weil ich Fahrtwind brauche, damit es abkühlt. Nebenbei die ganzen Abgase hier einzuatmen. Ja, safe mache ich das. Am besten hat es noch 40 Grad und wir sind draußen, dann schwitze ich ohne Ende. Wie man auch sieht, viele Leute weichen aus. Ich hatte es bis jetzt noch nie, dass jemand aus Absicht die Lücke zugemacht hat. Von daher eigentlich unnötig, dass so etwas noch verboten ist. Jo, den hat es einfach gedreht. Ich habe mich schon gewundert, warum es hier staut, weil um die Uhrzeit sollte eigentlich gar nichts sein. Ah, eigentlich gibt es schon ein Thema, worüber ich reden kann. Meine Inspektion, die jetzt einen Monat oder so schon her ist, Digga, da habe ich wieder halben Herzkasper bekommen deswegen. Also, der Plan war eigentlich, ich bringe mein Bike hin, Inspektion, Öl, Filterwechsel, 200 Euro, bam, Stempel rein, weiter in Scheckheft gepflegt. So, dann habe ich das Bike hingebracht. Die hat mir auch gesagt, so, hey, vielleicht die Bremsflüssigkeit, die müssen wir überprüfen. Und dann melden wir uns aber bei dir, wenn es abholbereit ist oder wenn noch was weiteres ansteht. Habe ich der gesagt, yo, Subi, nur ich habe TÜV im Oktober. Könnt ihr vielleicht nochmal rüberschauen, alles was man vielleicht machen muss für einen TÜV, dass man das auch gleich mitmacht. Gar kein Problem, mach mal. Nächsten Tag, ich kriege einen Anruf. Ich hatte eigentlich schon echt, Digga, Angst, dass sie irgendwas sagen, dass der Motor komplett zerstört ist. Aber nee, Motor 1A. Alle Geräusche, die er macht, sind absolut normal. Muss ich mir keine Sorgen machen. Aber einen TÜV werde ich immer trotzdem nicht bekommen. Habe ich mich gefragt, jo, warum? Bremsen hinten am Arsch. Also hinten habe ich neuen Klotz und neue Belege gebraucht. Und die Reifen. Der Reifen vorne ist einfach 6 Jahre alt gewesen. Der Reifen hinten wurde schon rissig. Ja, moin, Digga. Gut, was kostet alles zusammen? 700 Euro Inspektion mit Reifen, Bremsflüssigkeit, dies, das, Ananas. Ah, zickzack, Digga. 500 Euro einfach wieder unnötig rausgeschmissen. Vor allem, ich habe mich sogar richtig gefreut gehabt, weil die hat mir gesagt, hey, wir machen nicht die große Inspektion. Das heißt, es kostet diesmal nicht 600 Euro wie beim letzten Mal, sondern nur 200. Ich so, ja Mann, 400 Euro gespart, die ich eigentlich auch schon zur Seite gelegt hatte. Und dann kam der Anruf, einfach in der Früh. Und das Traurigste ist, ich habe die Reifen gewechselt und die alten Reifen hätte ich halt davor nochmal benutzen können für, ich weiß nicht, paar Tests auf natürlich Privatgelände, die man mit alten Reifen nun mal so hätte machen können. Unter anderem, wie viel Grip haben diese Reifen? Ab welcher Drehzahl besteht die Gefahr, dass der Reifen möglicherweise durchdreht? All solche Tests hätte man mit alten Reifen machen können. Ich habe natürlich nicht gesagt, yo, lass die Reifen mal für 2 Tage dran, ich bringe das Motorrad dann wieder. Nee, ich habe gleich austauschen lassen, jetzt habe ich neue Reifen. Ah Mann, zickzack, Digga. Muss ich wieder 5-6 Jahre warten, bis ich die Reifen benutzen kann. Jetzt, wo ich hinter der Fahrschule herfahre. 3-mal dürft ihr raten, wer immer noch keinen Termin hat für einen Führerschein. Richtig, ich. Digga, ein Jahr. Ein Jahr bin ich jetzt schon angemeldet für den Führerschein. Und die kriegen es nicht auf die Reihe, mich anzumelden. Oder zumindest mein Fahrlehrer sagt halt, dass er keinen Termin bekommt. Da frage ich mich dann auch, nehmen wir an, ich würde jetzt durchfallen, die Prüfung. Darf ich dann wieder ein Jahr warten, bis ich die Prüfung nochmal machen darf oder wie? Oder kriege ich dann wenigstens Priorität?
dass ich die zweite Prüfung probieren darf. Ich fahre lieber nicht da vorne vorbei, kein Bock, dass ich mir wieder einen Polizist auf die Fresse hauen will. Ach ja, YouTube, wir fahren jetzt kurz zur Maximilianstraße, mal schauen, ob da irgendwas los ist. Wenn ja, werdet ihr sehen. Wenn nein, dann begeben wir uns jetzt zum ganz großen Geheimnis des Videos. Alles klar, so Parkplätze für Motorräder zählen hier auch nicht mehr. Ja, das Ordnungsamt, Gott segne dich dafür. Ja, der steht auch da wie ein Weltmeister. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich glücklich darüber war, dass ich einen Ordnungsamt-Typ gesehen habe. Ja, S-Klassen, ist schon nichts Besonderes mehr. What the fuck, Digga. Ach man, Rentner. Na, da waren GT. Das sind halt so Autos, die fallen einem mich gar nicht mehr auf, wenn jemand sowas fährt. Dann A8, ein älterer. Bentley, ja, besonders war das jetzt nicht. Oder von der Twizy, ganz geiles Ding. Ganz aggressiv, Junge. Naja, spring mal zum Geheimnis des Videos, ne? Das sind wir wieder und wir sind in der Tiefgarage. Das kann nur eins bedeuten. Jungs, ich habe endlich meinen eigenen Parkplatz, der wirklich nur mir gehört und ich muss mich nicht mehr irgendwo absolut legal hinstellen. Bam! Wisst ihr, was das Beste ist? Bruder. Ich hab einen Pflasterstein bekommen. Das ist einfach mein Pflasterstein. Ich hab den Typen gefragt, jo, was ist mein Pflasterstein? Er so, keine Ahnung, Digga. Der war hier von Anfang an. Mein eigener Pflasterstein, Digga. Das Gute hier dann ist, erstmal der Pflasterstein. Und dadurch, dass ich am Ende bin, Bro, wenn ich hier stehe, ich blockiere niemanden. Ah, Mann, na komm, ich hab den geilsten Platz. Reinzukommen ist ein bisschen ab. Ganz ehrlich, wenn man jetzt eine Goldwing oder sowas hätte oder eine Harley, ich glaube, hier kommt man nicht rein damit. Aber, was ihr seht, Bro, ganz ehrlich, noch eine Maschine würde hier reinpassen. Ganz großer Spoiler, der ja. Ganz, ganz großer Spoiler an dieser Stelle. So wird es vielleicht ein bisschen eng. Jetzt habe ich es nicht viel versucht, sich schief hinzustellen, weil ich wollte nicht den Pflasterstein von seinem Platz wegschicken. Aber wenn sie schief steht, Bro, ohne Probleme 2. Wenn man vielleicht über Winter, boah, das darf ich eigentlich gar nicht sagen, Digga, aber über den Winter wären 3 Bikes realistisch. Naja. Das war's mit dem Video auf YouTube. Ganz kurz, wie es sich anhört in der Tiefgarage. Ist ganz okay. Naja, YouTube, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, zeigt das Video allen Leuten, die ihr kennt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Jalla. Boah, ist die schmutzig.